Ja, und damit herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe vom Bus Simulator 21. Wir sind hier am Lande an Altes Sägewerk. Da kommen auch die ganzen Leute her. Das ist auch die Startstation von unserer neuen Buslinie. Die werden wir dann auch gleich mal nutzen. Aber zuerst will ich mal schauen, was hier hinten ist. Oder ob überhaupt hier irgendwas ist. Oh ja, Tatsache. Das ist wirklich ein Sägewerk. Okay. Warum sind da keine Drähte? Zu viele Details. Okay. Gibt's denn da drin... Nee, das sieht mehr jetzt aus wie so... Wie soll sie hier reinkommen? Okay. Ja, also das sieht eher mehr so wie Event-Location aus. Das ist auch interessant festgemacht. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unserer Bushaltestelle. Die Leute sind komisch hier. Und werden nochmal die Linie fertig fahren. Schauen wir, dass wir über 90% an Effektivität hier drin haben. Und dann wird es mich mal interessieren, wie das mit dieser Schulbuslinie ist. Ja, also die Renderdistanz oder die Reichweite, wo die da reinspawnen, ist gering. Hier passiert echt komische Sachen. Ich habe so voll die Daft Punk Games Vibes. Alle klar, also, schauen wir mal. Rode 3 kommt in 12 Minuten an. Auf die nächste Ankunft warten. Jo. Also ja. So. Ich möchte selber fahren. Klar, nur zu. So, dann eh. Also, Türen zu. Und los geht's. Oh, ich hab den Blinker vergessen. Wow. Ist der gerade überfahren worden? Ich bin im Bus, ich bin glücklich, das Wetter ist heute okay. Niemand kann mir heute sagen, was ich tun oder lassen soll. Doch ich, wenn ich sag, dass du aussteigen musst. Ja, aber der nächsten Haltestelle. Arbeit allein macht auch nicht glücklich. Ohne Katzen zu streichen. Ah. Da hat er wohl recht. Nö, ich bleib doch nicht einfach so stehen. Das ist mir egal. Das tun wir nicht. Siegwalden. 1:50. Hier glaube ich, kann ich 70 heizen. Ups, angehöht. Südle und 50. Ja, genau. Jo. Warte. Mach's mal schneller hier. So. Ein bisschen mehr als eine Minute noch. Da hinten ist es ja schon. So leid. Ist das wieder ein Blitzer hier? Voll gemein. Südle. Wir werden da mal. Einmal einsteigen, bitte. Hey, hast du gesehen, dass du... Oh, Fahrkarte. Also, Kinder, einfach ausdrücken. Mensch, gleich mit dem Zehner bezahlt. Dankeschön. So. Kinder, Tageskarte, einmal, bitteschön. Alter, mit 20. Und irgendwann keine Münzen mehr. So, Senior, Tageskarte, bitteschön. Entschuldigung, ich habe eine Frage zu dieser Route. Ich sag mal ja. Oh, es war sogar richtig. Geil. So, zumachen hier. Ne, lässt mich raus. Dankeschön. Nächster Halt, Siegwald.
Das ist sogar das nächste Sigwalden. Nee. Oh, geil. Zug. Sieht ein bisschen schräg aus, aber okay. Nice. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Also noch nicht. was auch immer hier ist. Frag mich, ob dann später noch irgendwie Spezialevents kommen, so wie Baustelle oder sowas. So. Einmal runter. Wieder einen aussteigen. War gerade? Nö. Okay. So. Wie gehen wir hier raus hier? Ja, so wirklich europäisch sind die Fahrzeuge hier nicht. Finde ich. Komm, Gas geben. Naja, Gott sei Dank, fährt geradeaus. Ach nö. Ja. Ja, muss warten auf die nächste Haltestelle. Wegen dem bleibe ich jetzt nicht stehen. Södre ist frei. Einmal rüber. Kommt die Oberleitung dann, wenn ich die Straßenbahn habe, oder sind das Akku-Straßenbahnen? Sagen wir es mal so. Ja, was erwartest du von mir? Ich bleib doch jetzt nicht einfach stehen, nur weil er da laut singt. Er hat sonst nach hinten gebrüllt, aber geht ja nicht. So, komm, mach hin. Dankeschön. Oh, da hat's ein paar Leute. So, einmal absenken. Oh, geil, Zahltag. 24.000. Oh, das wird noch ewig dauern bis zur Straßenbahn. So, was hätte man denn gern? Seniorenticket, Tageskarte einmal, bitteschön. Was für ein schöner Tag. Ja, finde ich auch. Einfach. Einmal. Bitteschön. Eine Fahrkarte bitte. Kinder, einfach. Einmal. Bitteschön. So, dann tun wir mal schnell kontrollieren hier. Oh, wunderbar. Na. Sehr gut. Überreden, Winter der Leidenschaft, mit mir zu schauen. Und raus hier. Läuft. Die Wiesen und Felder sind im Frühling voll wunderbar. Das ist eigentlich eine Anspielung auf Astragon. Soon. Oh, mal Begrenzer reingeschmissen. Ach ja, diese Stelle hier. So. Oh, dass wir hier sauber um die Kurve kommen. Oh. Wunderbar.
Oh, da vorne nochmal rechts. Diesmal nicht. Ich muss meine Mutter anrufen. Die schickt mir schon seit Tagen Nachrichten. Wollte ich eigentlich auch nochmal machen. Gut, dass du mich daran erinnerst. So, verbinde Showback Ground, Siegwald und Astrax Box mit mindestens einer Route. Ja, kann man nachher nochmal eine Linie basteln. So, Fahrradfahrer wäre eigentlich nur eine geile Simulation. So, tada, bitteschön. Aber wenn ich jetzt nur vorne aufmache, steigen die dann nach vorne aus? Södere, eine Minute sollte man hier noch warten. Kontrollieren lohnt sich jetzt gar nicht. Verfrühung abfahren oder nicht? Ja, ich glaube, mit einer Minute ist es, glaube ich, nicht so tragisch. So, raus hier. Nächster Halt, Aufstraße. 4,5 Minuten Zeit. Ja, läuft. Osterpark. Und weg. Geil, der Begrenzer tut sich automatisch anpassen. Dö, rein. Au, shit. Da habe ich wohl was geknutscht. Aua, aua, aua. Ja, mit Lenkrad fahren wäre schon besser. Ich hol's dann schon noch raus, keine Sorge. So, einmal da rein. Sehr gut. Boah, Kurvenfahren mit Gelenkbus. Das wird sicherlich meine Königsklasse werden. Da werde ich ein bisschen Geld verlieren. Sehe ich jetzt schon. Es ist halt hier schon ein bisschen casual, also. Im Moment würde ich jetzt noch Omsi bevorzugen. Okay. Kommst du jetzt von allein? Oh ja. Also nicht wirklich. Du fährst zu schnell. Komm, sei nicht so. Aber ab und zu macht es noch Sinn, dass man sich mal hier die Umgebung ein bisschen ansieht. Jo, ein Haltewunsch. Passt für mich. Will eh keiner einsteigen. Was, echt? Okay. So, tada. Wie schauen wir aus? Unfälle. Ja, war klar. Ja. Geil, wobei, das glaube ich mit Geld könnte nur schneller werden, jetzt mit den Routen. So, 20.000. Was? 69% Effizienz? Okay. So, befördere 30 Fahrgäste auf einer Route zwischen Oakville, Siegwalden und Astrapark Spokes. Warte mal, Oakville, Siegwalden, also ich müsste dann eigentlich nochmal... Oh, wieder ein Wertgegenstand. Nein. Nein. Nee, aufstehen. Ich will das nicht benutzen. Ich will... Dankeschön. Ja, der ist jetzt gegangen, oder wie? Bewege mich von alleine. Interesting. Na gut. Liebe Leute, ich würde sagen, ich mache nochmal eine Runde. Und...
Dann sehen wir es gerade noch, weil dann werden wir noch mal eine neue Route machen. Das mit dem Showa Grounds, Sigwald und Aster Park. Und da machen wir dann weiter. Währenddessen schaue ich, dass wir hier die 30 Personen hier zusammenkommen. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder da. Ich habe die nächste Route gemacht. Und habe dazu natürlich gleich einen neuen Bus gekauft, der 250.000 kostet. Dieser Citaro mit einer KFC-Lackierung. Dachte, das sieht irgendwie ganz cool aus. Machen wir noch ein bisschen Werbung für KFC. Obwohl ich selber jetzt nicht so der größte Fan von KFC bin. Aber die Lackierung ist cool. Das ist hier alles noch Standard. Und ich würde sagen, wir fahren mal die neue Route. Die neue Route, die Linie 4, die startet quasi da oben. Fährt dann hier einmal den Schlenker rein und dann da unten einmal rein. Und fährt dann wieder retour. Das war's eigentlich schon. Und ich würde sagen, die fahren wir jetzt mal. Beziehungsweise setze mich das mal rein. Und sage dann, dass ich die Route fahren möchte. Jetzt fahren. Route 4. Bitte, danke. So. Ostspeicher. Ich glaube, ich stehe falsch rum. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich stehe hier ein bisschen falsch rum. So, Tür zu. Ja, mal versuchen, ob wir hier wenden können. So, einmal wenden, bitte. Ja, das mache ich sehr professionell. Ja, geil. Es war so klar, dass ich natürlich da was zuschiehe. Ich sehe nicht nach hinten. Einfach mal Tabula Rasa. So. Passt, wir werden da. Hat sogar drei Türen. Bitte einsteigen. Schauen wir mal. Oh. Schon wieder Musik. Na, wo bist du? Ach, er hier. Ein Bus kommt niemals zu spät. Du hast mich noch nicht erlebt. So, kontrollieren. Okay, die haben alle. Und du? Auch wunderbar. So. Eine Minute noch warten. Dann geht's weiter zum Zentrum. Die Frage, ob da nochmal jemand einsteigt. Fahren wir mit einer Minute Verfrühung. Ja, ich würde sagen, ja. So, einmal raus hier. Der Bus lenkt sich speziell. Okay, ich muss da wesentlich anders in die Kurven reinfahren. Okay. Chaosfahrt mit mir. Oh, da ist wieder jemand eingeschlafen. Oh, machen wir Begrenzer wieder rein. Schaut, dass man das sieht, wie die Leute da reinspawnen. Ist nicht sehr schön. Und ich muss mal kurz, ich muss dann später mal gucken, wie das ist mit dem Upgraden der Haltestellen. Dass die da mehr Linien bedienen können. Das dann auch optisch angepasst wird, dass das dann andere Häuschen sind. Okay. So, das ist schon mal ein bisschen besser. Hey, unser Bus. Mein Kollege. Wow. Oh. Entschuldigung.
waren furchtbar. Kein Busunternehmen wird mich anstellen. Oh, oh. Schon wieder nicht aufgepasst. Alla bravura. Reiß dich zusammen. Bisschen anständig fahren. Aber mir triggert es ja schon ein bisschen, dass es hier keine Oberleitung hat. Aber Straßenbahn fahren, das wird ein Highlight werden. Nein, hier. Bremsen. Der lenkt da so langsam. Und ich könnte das eigentlich mal ein bisschen schneller einstellen. So, bei der nächsten Kreuzung müsste eigentlich nach links gehen. Auch irgendwo schneller als 70 fahren darf? Eigentlich Fernbus-Simulator wäre eigentlich auch mal was zum Zocken. Also primär, ich fahre auf der Autobahn-Simulator. So, wieder einmal da rein. Einschlagen. Dankeschön. Moin! So. Wieder einmal einsteigen. Oh, Fahrkarte. Okay. Ah, das ist 1000. Sehr gut. Normal, einfach, einmal, dankeschön. Oh, und sogar passt genau. So mag ich das. Und welcher Typ ist jetzt eingeschlafen? Komm, steig mal auf. Ah, er hier. Moin. Ah, wecken? Hallo? Kann er nicht wecken? Okay. Ich habe schon kontrolliert. Südele, wieder rein hier. Aukwil-Zentrum. 2 Minuten. Schon Zentrum hier, ne? Ja. Okay, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Hauptsache, da steht wieder ein Blitzer. Sonderfahrt. Achso, weil außer Fahrplan mäßig. Okay. Aber jede Fahrt mit mir ist eine Sonderfahrt. Also, ist beides gut. Kaffee und Tee. Warum abwechselnd? Also richtig guter Schwarztee. Ja, ich liebe es. Ja, diesmal bleiben wir stehen. Wie die alle schon weglaufen von mir. So Leute, macht's mal hin. Ja, wie man sich stressen kann, wenn man ein bisschen ranfahrt. Oh, da stehen ein paar. Sehr gut. Moin. So. Ja, ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, danke. Versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern.
Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, zweimal. Und ich vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Okay, so ein großer Zuschuss, dass ich mir eine Tram kaufen kann. Das würde ich voll super finden. Okay, gerade dann zu. Mensch, zweimal schwarz fahren. So geht das aber nicht. Oh Leute, komm, gib's Gas. Ich will die Route heute nochmal fertig fahren. Okay, er biegt ab. Ed frei. Oh, die nächsten am Übergang. Oh, sind am Laufen. Dankeschön. So, diesmal nicht hier halten. Wir fahren gerade weiter. In die nächste City. Oh. So, einmal rüber. Bisschen schneller. Das ist so eine geile Mechanik. Okay, Agriculture Zone und Industrial Zone mit mindestens einer Runde. Erhalte eine Zahl da auf einer der. Ja, okay. Okay, okay. Einmal da rüber. Oh, shit. Ja, ich brauche hier unbedingt ein Lenkrad. So, und dann Agriculture Center, Schubert Grounds, Oakville und Siegwalden mit einer Route. Ja, machen wir gerade letzteres als Kombi. Wieso gehen die da rüber, wenn die rot haben? Was soll denn das? Render. Seaside Valley. Nächster Blitzer. Da vorne ist der Halt. Södele, bitte ein- oder aussteigen. Einer? Okay. Das ist hier Arbeitergasse. Nein, das ist Fischgrund hier. Hallo? Ich hätte hier gar nicht halten müssen. Okay, wir fahren weiter. Na, lässt mich raus? Jo. Stimmt, erst bei der Rückfahrt bleibe ich da stehen. Da vorne dann links. Fahrgast muss aussteigen. Ja, wir sind ja gleich da. Immer mit der Ruhe. Okay, grün. Ja, wir drücken uns jetzt einfach mal rein. Alter, mein Fahrstil. Was? Er kann doch jetzt aus... Naja. Oder? Rein oder raus? Okay, Kinder, einfache Karte. Einmal. 3,20, bitteschön. Was ist? Sonst keiner? Na gut, machen wir wieder zu. So, raus hier. Wir müssen da einmal ganz rüber. Dankeschön. So, und jetzt bleiben wir bei dieser einen hier stehen. Ja, wenn du stehen bleibst. So. Nein, nichts touchiert. Alle Wunsch. Alle klar.
Nice. Doch mehr. Macht's den Bus voll, bitte. So, dre. Bitte schön. So, komm, überspringen. 50.000. Geil. Geil, 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 geil. Schließen. Oh, knapp eine Minute noch. Ach nee, wir düsen mal. So, raus hier. Oh. Ja, lauft's lieber. Siegwalden-Lido. Das war da auf der Strecke irgendwo in der Mitte drin. Okay, die Ampeln sind sympathisch. Die lassen mich nicht lange warten. Achso, da, da ist 70, alles klar. Warum bremst du? Alter, mach hin, ey. Kann ich denn hier hupen? Und da vorne bei der Kreuzung, da wo die Bushaltestelle ist, da stehen die Autos auch immer wegen dieser blöden Kreuzung, weil die Leute nach links abbiegen wollen. Südli. Oh, okay. Södele. Einmal alle aussteigen. 78%. Oh, keiner da, der noch irgendwie pennt. Nichts vergessen. Ja, wunderbar. Haben wir das. So, hier raus. Ja, doch. Hat Spaß gemacht. Jetzt schauen wir nochmal bezüglich dem Agriculture Zone, Industrial Zone. Okay, das ist Agriculture und das ist Industrial. Und das muss auch noch mit Showgrounds verbunden sein. Showgrounds, Oakville und Siegwalden. Okay, also irgendwie da so eine Linie. Industrial. Machen wir das doch einfach mal. Neue Route erstellen. Wo starten wir? Wir sagen mal hier. Nach da geht es, das geht. So, fahren dann hier einmal rein und dann da wieder raus. Wir sind jetzt momentan ausgeglichen, fahren dann hier hin, halten da, fahren dann hier nach Oakville hoch. Mal so. Und so. Und ich würde sagen, dann bleiben wir hier bei der Schule nochmal stehen. Da unten. Und dann brechen wir einmal noch. Ah, Moment einmal. Könnten wir da nicht sagen, wenn man jetzt mal hier von dem ausgeht. Und so, das heißt. Zwei machen. So. Macht das Sinn? Warum ist das jetzt so komisch? Also 10. Und dann hier wieder 1. Hey, wieso fährt der so komisch? Kannst du da echt nicht stehen bleiben? Moment, abbrechen. Machen wir nochmal neu.
Neue Route erstellen. Geht das so nicht? Doch, das geht. Hä? Muss ja davor, ist ja komisch gefahren. Also hier rein, dann da. Ich sag's hier bei den zweien hier mal stehen bleiben. Da oben, da und da hatten wir. Und dann fährt der ganze Kollege wieder zurück und ist ausgeglichen. Wir haben da 5. 44.000 bis 92.000. Ja, da fährt dann hier so rein, wieder. Wobei, wenn wir jetzt noch einmal, wenn wir noch zwei Haltestellen hinzufügen könnten. Ich hab da eine Idee. Ja, ich hab da was. Wir machen das nochmal neu. So, neue Route erstellen. Also von da, nach da, nach da. Nach da. Nach da. Nach da. So, dann werden wir gleich sehen, das wird gleich aufgehen. Weil dann fahren wir einmal hier rein. Ja, genau. Dann ist das hier viel schöner. Dann fährt man hier so die Schleife. Okay, das ist eine längere. Haben wir da jetzt wirklich alles da? Agriculture Zone, das war das da. Shopgrounds, das ist das da. Oakville ist das da oben. Gleich zweimal. Siegwalden haben wir auch mit Einhalt. Und da war halt Agriculture mit Industrial Zone. Ja, passt. Ist alles so verbunden. Gut, wenn die halt noch da wollen, dann müssen sie halt den mega Umweg fahren. Da war es natürlich praktisch, wenn halt hier noch mal eine Haltestelle ist. Außer man sagt, man fährt beim Rückweg hier noch mal rein, dass sie dann da so rüberfahren können. Naja, das können wir vielleicht mit einer anderen Linie machen, die dann im also gegen den Uhrzeigersinn fährt. Also, Moment mal. Selben Uhrzeigersinn. Also, jedenfalls genau umgekehrt wie die da. So, der Plan. Okay, ich würde sagen, Änderung übernehmen. Möchtest du... Ja, ich habe eh nichts verfügbar. Ich würde sagen, die Route fahren wir dann in der nächsten Episode. Wir sind eh schon wieder an der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.